1789. Paris hungert und der Preis für Brot steigt und steigt. Frauen aus der Arbeiterklasse werden den Kurs der Revolution ändern. Kümmere dich um dein Kram, Püppchen. Und du dich um deinen Bürger. Joanne de Méricourt, sie war die Jeanne d'Arc des 18. Jahrhunderts. Und akzeptierte Nein nicht als Antwort. Diese Beute reicht für 100 Hungernde. Oder einen Adligen. Verrückte Hure. Geh doch ins Bordell und mach dich nett zu. De Méricourt um Nahrung für Paris kämpfte, feierten Antoinette und die königliche Familie. Bringt uns mehr Kuchen. Zeigen wir denen, dass unsere Familien auch essen müssen. Für die Templer geht es hier nicht um Rot, sondern um blaues Blut. Rot! Dieser Brotmarsch entzündet letztlich die Revolution. Schützt ihn und haltet ihn friedlich. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity Multiplayer Modus. Aufmarsch der Frauen. Nee, Marsch der Frauen. Okay, Novizen. Haltet Méricourt und ihre Amazonen am Leben. Mächtige Leute wollen nicht, dass der Marsch stattfindet. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe die letzten 2 Stunden mit einem sehr netten jungen Mann verbracht, wo wir diese Mission schon mal zusammen gespielt haben. Und daher haben wir auch hier ein paar Punkte gesammelt aus meinem Club. Ja, da wo der Grüne hinläuft, da die Punkte habe ich schon alle eingesammelt. Mit dem Quaran. Ich schaue mal kurz in die... Ich habe jetzt den... Eben wusste ich ihn noch den Namen. Meine Bruderschaft. Meine Kontakte. Wande. Vondex. Tex. Ja, wir waren eben ein bisschen schon unterwegs, haben einen Überfall gespielt für den Club und haben auch versucht, die Turniermission zu spielen. Das hat irgendwie nicht so geklappt. Die ist immer noch unglaublich verbuggt. Was eigentlich sehr schade ist. Aber was soll man machen? Trotz Patch immer noch nicht viel besser. Aber die Mission hier läuft. Das haben wir festgestellt. Und da machen wir mal noch ein kleines Völkchen draus. Das mit dem Let's Play aufnehmen hat nicht geklappt, weil... Er nahm es nicht auf, also er nahm es zwar auf, aber nicht so richtig. Es hat einen Ton gefehlt, also ihr hättet mich die ganze Zeit noch verwirrender Selbstgespräche führen gehört, wie ohnehin schon. Und das wollte ich nicht unbedingt und deswegen spielen wir diese Multiplayer-Mission, die ich euch versprochen habe, jetzt noch einmal, weil die ist von der Story her auch ganz interessant. Bezüglich des geschichtlichen Hintergrundes. Wieder ist tot. Na gut. Von mir aus vielleicht noch ein paar Kugeln dabei für unsere Pistole. So. Da kommen die anderen Kameraden. Und vorne haben wir das große Tor. Tor! Verbündeter und Méricourt. Führen wir die Dame nach vorne. Mit unserem sexy Knackpo in der Hose hier. Auf jeden Fall war das sehr nett. Das Multiplayer-Match-Spiel. Weil die eine Mission war echt... cool, das war die Überfallmission, die wir gespielt haben. Ja. Wir waren, müssten ins Schloss. Wie hieß es? Luxemburg? Oder ein anderes? Ich habe jetzt den Namen vergessen, tut mir leid. Da mussten wir rein und Sachen klauen. Ihr müsst die Hauptmänner am Tor ausschalten, sonst wird dieser Marsch Paris niemals. Das hat so gar nicht. Also es hat super geklappt, aber wir haben nicht mal das Gebäude betreten und dann war die Mission schon erfolgreich gemeistert. Einer tot,
2 übrig, Novizen. So, der eine ist da oben. Entspannt euch mit euren Kanonen da hinten. Lasst mich durch, ich bin Killer. Wer hat dich umgebracht, Antoine? Ist da irgendjemand? Ist er gerade gestolpert oder hat er ihn umgebracht? Also ihn hat definitiv jemand umgebracht und das zwei war zwei ich. Dup, 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 dup. Jetzt stirb halt. So, Glocke braucht ja auch keiner. Ja, wieder so eine ewige Zeitverzögerung. Deswegen auch drei Tötungsanimationen bei dem Typen hier. Und plündern klappt auch wieder überhaupt nicht. Zerstört die Kanonen, bevor die Menge durchs Tor bricht. Das kriegen wir hin. Da sind unsere Freunde, denen helfen wir kurz. War das Nummer 1? Das war Nummer 1. Mein Kumpel stirbt doch nicht einfach weg da. Na, steh auf. Du hast das Spiel also auch schon durch. Arnus Meister Kutte an und ein nettes Wefflein an der Gürtelschnalle. Selber. Da bist du ja. Nimm das. Und den hier. Und den in den Bauch. Und den ins Gesicht. Ich mach schon. Nagel da reingehauen und abgebrochen, damit sie das Ding nicht mehr entzünden können. Merikur wird den Marsch den ganzen Weg bis nach Versailles führen. Gut gemacht. Sehr schön. Und das war der Aufmarsch der Frauen. Eine sehr kurze. Meisterlicher Militärmantel. Legendäre Lauerarmschienen. Ist meisterlich eigentlich jetzt schlechter als legendär? Ich glaube ja. Hostmigration läuft. Be the Warden. Fortfahren. Mit dem Fortfahren. Mit dem Fortfahren. Puff, puff, Chucky, brrda, puppe. Oh yeah. Oh yeah, put your fucking hands up in the air. So, 10 Minuten haben wir noch ungefähr. Ich glaube, da kriegen wir noch eine Pariser Geschichte unter. Huch. Wrong buttons. Party-Einstellung kann man die Soundpriorität nennen. Alles klar. So, haben wir hier eine Pariser Geschichte in der Nähe? Nee, aber hier soll ein Mordfall sein, aber. Bitte wo? Naja. Wir haben ja noch ein paar Helix-Hackpunkte. Dann holen wir uns doch einfach mal kurz die Punkte. Also, das wäre, glaube ich, der E-Shop. Genau, Zeitsparerpaket. Karte Mystery Morphfälle, das haben wir gelöst. Pariser Geschichten, das kriegen wir auch so hin. Die Mystery Morphfälle holen wir jetzt einfach. Wir haben 370 Punkte. Ist das jetzt nicht so wild? Ich sehe den Morphfall trotzdem nicht auf der Karte. Was ein Scheiß. Vielleicht hat sich das gleich aktualisiert. Holen wir kurz mal hier neue Ausstattung.
Ich sehe immer noch keinen Wasserfall. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Vielleicht sehen wir es gleich. Vielleicht sollten wir auch einfach auf Mission umschalten. Weil es ist nämlich doch eine Pariser Geschichte. Fiese Verse. Klingt nach einem Gedicht. Fähigkeiten, Nahkampf, können wir auch wieder was verbessern. Gnadenstoß. Ich will jetzt aber mal ein bisschen... Nehmen wir nicht Speer, nehmen wir schwere Waffen. Und was haben wir im Fernkampf noch nicht? Betäubungsbomben. Schleichen haben wir alles. Gesundheit fehlt uns noch. Genau, der Aufholpunkt. Nahkampf. Machen wir den hier noch. Und dann können wir auch das andere direkt, hier Speerkampf. Hau rein, yeah. All die Nahkampfsachen mal holen. Dann gehen wir kurz noch in unsere Ausrüstung. Ganz unten haben wir gesehen, auch im Multiplayer, als ich gespielt habe mit den Kameraden. Gib schon die Waffen für die nächste Update von Dead Kings. Und zwar hier die Guillotine-Flinten. Mit dicken Rohrs. So, Pistolen haben wir auch alles okay. Ach, hier oben haben wir noch welche freigespielt. Oder gefunden, gekauft, geklaut, erbeutet, wie auch immer. Das ist die beste Waffe. Ich hätte lieber sowas, aber... Was zum... Alles klar. Offiziersbardichte. Das wäre auch cool, aber das Ding ist besser. Kämpfen wir mal ein bisschen mit Zweihandmonster. Machen wir sie nochmal richtig gut. Und dann können wir auch noch ein bisschen Dings pushen. Unsere Unity-Geschichte. Nicht Unity, Initiates Skills. Wie funktioniert denn der Schmetterschlag nochmal? Sie müssen sie im Kampf X gedrückt halten. Ach, dann schubsen wir ihn so bodytechnisch weg. So, wer bist du denn, mein Freund? Ihr da. Seid ihr die Antwort auf meine Gebete? Auf die Bitten eines Poeten, der die Ehre Frankreichs im Herzen trägt? Sagt den Namen Jacques-Louis David und seht, ob es euch nicht wirkt dabei. Nun, ich habe ein paar Gedichte verfasst, die das Leben eines abscheulichen Agitators persiflieren. Leider befinden sich die letzten Verse in meinem Heim unter Verschluss. Wenn ihr mir sie beschafft, erfährt das Volk von Frankreich die Wahrheit über Davids Hirngespinste. Und mein Vermächtnis wäre gesichert. Geht. Okay. Ich mag aber kurz noch was gucken. Nee, das mache ich nachher. Muss ich nicht hier die ganze Zeit mit dem Menüklicker aufhalten, oder? Ich dachte, ich müsste vor Lachen in Ohnmacht fallen. Ich hab selten so gelacht, dass ich deswegen in Ohnmacht gefallen bin. Und weg mit dem guten Stück. Na komm. Pack die Pistole weg, Kumpel. Und friss die dicke Klinge. Autsch. Alter Schwede. Sind hier viele Typen unterwegs. Alle vergiftet.
Nimm das hier. Das haben wir mal das ganze Haus ausgerottet, oder? Oh, oben ist noch einer. Hm, Schütze hinterm Fenster. So, eins der Gedichte. Ach, da unten ist ein Tischler am Werk. Ich finde das so cool, dass es auch voll die geil aussieht, wenn wir da runter gucken. So, der kann uns nichts. Der ist hinterm Glas, hinter der Glasscheibe. Der kann uns nichts mit seinem Gewehr. Anonym werden von zum Fortfahren. Okay, dann sammeln wir hier kurz eine Sache ein. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Das Kätzchen liegt links von mir auf dem Regal und hat ihm so einen Deckel darunter geworfen. Beziehungsweise runtergeschoben und guckt mich so an nach dem Motto, gib mir was zu essen. Jetzt! Hymnus whistle less sussis. Gedicht auf einer Handwerkerbank. Entschuldigung. Kann ich mal auf ihn schießen, so scheiße steht er da oben. Na gut, dann bringen wir die Gedichte mal weg. Zu dem Dichter, der diese Gedichte dichtete. Denn Dichte gedichtete dichtet. Gedichte werden Gedichte von Dichtern, die gerne dichten. Das sind die besten Gedichte. Die Gedichte werden von Dichtern, die gerne dichten. So. Mein Vers. Bravo, mon ami, bravo. Nun kann ganz Frankreich den Abschluss des Jeu de Paume hören und sehen, mit welchen Farben Jacques-Louis David wirklich malt. Ach, Sie werden verrückt vor Lachen. Garantiert. Erinnerung abgeschlossen und ein Arsch voll Geld verdient. So, Pariser Geschichten. Ein romantischer Spaziergang. Der schwebende Junge. Stehst doch voll doof im Weg, Kumpel. Okay, dann da lang. Da ist Blut an der Wand. Blut an der Wand. Hier, nimm das. Ach, Geldbeutel waren ja immer so mit Wartezeit verbunden. Kann ich nicht endlos mit Geld um mich werfen. Wir sind ein fortgeschrittener Offizier inzwischen. Sieht ganz schön doof aus da oben, so ein langer Text. Da, nimm dies. Ich finde, diese Klinge da auf unserem Rücken passt irgendwie nicht ins Szenario. Ich würde dir Geld geben. Warte, Moment. Das war kein gemeinnütziger Dingsbums. Bumsdingsi. Finde ich ein bisschen schade. Das war doch eindeutig ein Bettler. Ah, welch glückliche Fügung, dass ihr mich gerade jetzt aufsucht. Kennt ihr den Mathematiker Pierre-Simon Laplace? Einer der fähigsten Köpfe Frankreichs. Doch seine natürliche Skepsis und, wie soll ich sagen, seine agnostische Art machen ihn in Paris zur Zielscheibe der Fanatiker. Trotz meiner Warnungen legte er sich mit den falschen Leuten an und steht nun unter Haus. Ich fürchte, man wird ihn hinrichten, wenn wir ihn nicht bald befreien. Jetzt hab ich ihn!
Endlich mache ich einen Kopf kürzer. Oh, wow. Ich werde es genießen, dich von vorne. Okay, da vorne müssen wir jetzt irgendwie irgendwas tun. Mit den Kameraden oben sprechen. Okay, hoch. Verdammt nochmal! Wo bist du? Du gehörst hier. Autsch! Den Kameraden, da stört das auch gar nicht, was wir hier tun, ne? Hey, ich sehe aus wie du. Und du siehst doof aus. Hi. Ich bin in deinem Gesicht. Du versaust mir hier den ganzen Spaß. Dann nimm das. Ich mache jetzt alle, ihr geht mir. Autsch. Ich habe gerade diese riesen Klinge in den Hals. Du brauchst eine Waffe. Wieso schießt denn der nicht? So ein Spattel. So, jetzt aber. Rein in die gute Stube. Danke, Bruder. Ich wurde zu Unrecht inhaftiert, weil ich ein gefährliches Experiment unterbrach. Ein paar Narren meinten, sie könnten einen Mann allein durch Elektrizität zum Fliegen bringen. Ich weiß jedoch, dass ihr Experiment den Mann töten wird. Geht zum Versuchsaufbau und tauscht ihren Leidener Flasche gegen diese aus. Die Spannung bei dieser ist bedeutend geringer und wird niemandem schaden. Schnell, bevor es zu spät ist. Okay, was haben... Monsieur Allemand machte einen ähnlich dummen Fehler, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Der Schock schleuderte ihn kopfüber zu Boden. Er hat sich höllisch wehgetan und konnte sich an nichts erinnern. Was haben die vor, bitte? Was ist es diesmal? Da oben ist der Versuchsort, das ist hier irgendein Kran. Ein Kran, ja, Fahrstuhl. Nein, aber wir müssen eh ins Erdgeschoss, wie es aussieht. Vordereingang? Vordereingang. Hab dich. Eigentlich wollte ich dich angreifen. Aua. Sieht aus wie ein riesiges Spinnrad. Zerhackt. Nun aus dem Gebiet fliehen, ja. Nur aus dem Gebiet fliehen. Gleich explodiert die ganze Hütte da. Das wäre sehr abgefahren.
Aber diese Mission haben wir auch noch innerhalb dieser Episode geschafft. Das freut mich sehr und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hatten alles dabei, eine Pariser Geschichte, eine weitere Pariser Geschichte und den auf dem Marsch der Frauen zum Hungern, gegen das Hungern der Peoples in Paris. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr morgen die Folge nicht verpassen wollt, drückt den Abo-Knopf, denn morgen spielen wir Stewie. Yay! Bis dahin, alles Gute, haut rein und tschüss!